Die Herausforderungen für uns sind wahrscheinlich in vielen Bereichen ähnlich gelagert wie in anderen Landesteilen. Zum einen die Hochwassergefährdung, dann die Gefährdung durch Starkniederschläge und bei Trockenheit und Dürre natürlich die Gefahr für die Landwirtschaft, die damit einhergeht und auch für die Menschen insgesamt, die anfällig sind für Hitzeentwicklung. Europas größter Trinkwasserspeicher leidet unter den Folgen der globalen Klimakrise. Die Abwendung und Abmilderung unvermeidbarer Folgen der Klimakrise ist ein wichtiges kommunales Handlungsfeld. Um das Thema in der Region gemeinsam voranzutreiben, hat sich das Netzwerk Klimaanpassung Bodensee und Oberschwaben gegründet. Wir haben uns in diesem Netzwerk zusammengetan, weil wir die Notwendigkeit gesehen haben, Klimaanpassung hier in der Region umzusetzen, gemeinsam Projekte zu entwickeln und das Thema sowohl bei den Bürgerinnen und Bürgern als auch in der Verwaltung ganz fest zu verankern. Es gilt, Synergien zu nutzen und Erfolgsrezepte auszutauschen, um die Region klimafit zu machen. Höhere Temperaturen während der Vegetationsperiode in Verbindung mit weniger und ungleichmäßigem Niederschlag hat zur Folge, dass die Bäume in Trockenstress geraten. Die Bäume sind geschwächt in ihrer Vitalität und sind dadurch natürlich auch leichter Opfer von Schädlingen wie jetzt dem Borkenkäfer in der Fichte. Die Maßnahmen, die wir ergreifen, um den Wald hoffentlich klimafit zu machen, sind folgende. Wir versuchen, auf Baumarten zu setzen, die in der Zukunft für die Klimaherausforderungen gewappnet sein werden. Bei Neuaufforstungen gucken wir durch Naturfügung oder durch Anpflanzung, dass wir auf Baumarten setzen, die noch eine halbwegs positive Prognose haben und hoffen so, dass wir für die Zukunft dadurch gut gewappnet sind. Klimaresilienz spielt auch in der Stadtplanung eine zentrale Rolle. Dass man versucht, die Städte, wir sagen immer, grüner, blauer, schattiger und heller zu machen. Heller, damit über die direkte Reflexion der Sonnenstrahlung, die sich erst gar nicht so stark aufwärmen. Grüner, damit über die Transpiration von Pflanzen einfach Kühlung auch in den Städten entsteht. Blauer, weil Wasserflächen grundsätzlich kühlend wirken. Und schattiger, weil man oft unterschätzt, wie wohltuend Schatten in sommerlichen Hitzeperioden ist. Also Klimaanpassungsmaßnahmen haben in erster Linie sehr positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen. Sie erhalten unsere Natur, das heißt da, wo wir uns auch erholen wollen und können. Und sie schützen auf jeden Fall die Infrastruktur und unsere Gebäude. Und das entlastet finanziell die Kommunen auf jeden Fall. Und ist immer günstiger, als hinterher den Schaden zu beheben. Durch die Klimaanpassungsmaßnahmen versucht man eben die Auswirkungen des Klimawandels, der ja schon im vollen Gange ist, so klein wie möglich zu halten, beziehungsweise auch im positiven Sinne darauf zu reagieren. Und in diesem Zusammenhang sollte man dann auch den Klimaschutz eben nicht aus den Augen verlieren, weil es eben auch wichtig ist, das 1,5-Grad-Ziel bis 2100 eben auch einzuhalten.